Erst einmal herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben, heute mit dabei zu sein. Es war ja kein leichtes Börsenjahr 2022. Und alle, die mit dabei sind, die teilen eventuell meine Zuversicht auf das nächste Jahr, für das nächste Jahr und glauben, dass es in dieser turbulenten Zeit auch wieder große Chancen geben wird. Darum an alle, herzlich willkommen zu meinem Tenbecker Webinar, Tenbecker Aktien 2023. Ich spreche über Aktien, die auf meiner Favoritenliste für 2023 stehen. Wie immer fangen wir an mit dem Disclaimer und der ist mir besonders wichtig, weil ich Ihnen sagen möchte, dass ich keine Empfehlungen gebe. Habe ich auch überhaupt keinen Grund dazu. Warum sollte ich das denn tun? Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Ich spreche über meine Weltsicht, über meine Weltanschauung und was ich hier anbiete, ist ein journalistisches Research-Format. Ich recherchiere, ich teile das, was ich recherchiert habe, mit Ihnen und wer Lust hat, kann mir zuhören. Wer keine Lust hat, soll es bleiben lassen. Aber wie gesagt, hier gibt es keine Empfehlungen für Aktien. Dieses Tenbecker-Webinar halte ich, glaube ich, jetzt schon 3 Jahre am Stück. Immer im Dezember, immer kurz vor dem Jahreswechsel. Und wir können einen Rückblick werfen auf das Tenbecker-Webinar vom Dezember 2022. Ich habe mir das vorher nochmal angeschaut und habe gedacht, oh je, jetzt, ich habe schon gar nicht mehr gewusst, was ich 2022 besprochen habe, welche Aktien ich interessant gefunden habe. Aber ich war dann sehr positiv überrascht, dass sich die wenigen Top-Performer, die es an der Nasdaq gab, im Dezember 2022 auch genannt hatte. Schauen Sie sich das Webinar gerne an. Es ist bei YouTube eingestellt und hat, glaube ich, über 25.000 Abrufe. Ich habe im Tenbecker Webinar 2022 Extreme Networks vorgestellt, als auch Supermicrocomputer. Wir sehen die beiden Charts hier am Rand. Und die beiden Aktien gehören zu den ganz wenigen Titeln im Technologiesektor, die es geschafft haben, eine positive Performance zu erzielen. Supermicro ist schön gestiegen und Extreme Networks ist auch gestiegen. Beides waren Transformationsstories und auf diese Art von Story konzentriere ich mich ja sehr gerne. Wenn Sie langfristig Unterstützung suchen beim Research über die Börse, ist ja klar, Sie sind berufstätig, vermutlich Sie haben nicht die Zeit, den ganzen Tag sich mit der Börse beschäftigen. Sie brauchen unsere Spezialpublikationen, um über solche interessanten Aktien zu erfahren. Dann nutzen Sie am besten unsere Rabattaktion, die noch bis zum 31.12. geht. Da können Sie sich mit diesen, da können Sie diese Publikation sich mal in aller Ruhe anschauen. Hier, ich bin eingeloggt, darum sieht man das nicht, aber ich stelle den Link für Sie ein und dann haben Sie Zugriff auf die Specials, auf die Rabattaktion bis Ende des Jahres. Wenn Sie meinen Optimismus teilen und mögen, und dann kann ich Ihnen meine Trading Masterclass ans Herz legen im Katapult-Programm. Die halte ich jeden Dienstag um 18:30 Uhr und ich berichte jeden Dienstag um 18:30 Uhr über meine Favoritenaktien und über meine aktuellen Gedanken zu den Märkten. Ja, fangen wir an. Was fällt auf? Die Wall Street Elite ist bärisch. Also man liest ja gerade nur noch pessimistische Kommentare. Egal ob von JP Morgan, Goldman Sachs oder von BlackRock oder von David Tepper, von den ganzen Gurus. Alle sagen eigentlich, sie rechnen mit fallenden Kursen und sie haben ihre Portfolios entsprechend ausgerichtet. David Tepper sagt ja auch, er ist teilweise short positioniert. Ich habe hier mal ein paar Zitate zusammengetragen. JP Morgan sagt, die Risiken, mit denen sich die Aktienmärkte in diesem Jahr auseinandergesetzt haben, sind doch nicht vorbei. Und das macht mich angesichts der Aussichten nervös, insbesondere im ersten Halbjahr 2023. Dann Deutsche Bank rechnet mit einem Einbruch um 25%. 25% Kurseinbruch. Also das ist meine Hausnummer.
Und dann haben wir einen David Tepper, einen der besten Anleger wie Warren Buffett. Er sagt, wenn die FED sagt, dass sie etwas tun wird, glaube ich eher gerne. Der Markt glaubt, dass sie die Zinsen nicht weit anheben wird. Ich habe der FED schon früher geglaubt und glaube ihr auch jetzt. Der Markt glaubt, dass sie die Zinsen weiter anheben wird. Entschuldigung. Aber wenn diese extrem pessimistische Erwartungshaltung in den Kursen jetzt schon drin ist und die großen Anleger sich entsprechend positioniert haben, dann könnte es ja eventuell eine Überraschung geben. Was übersehen die Bären eventuell? Aus meiner Sicht übersehen die Bären, dass das Bruttoinlandsprodukt der USA, die akkumulierte Wirtschaftsleistung, nominal nächstes Jahr vermutlich um 5% wachsen wird. Heuer. Hört man so nicht in der Presse aktuell. Nominales Wirtschaftswachstum ist das Wirtschaftswachstum plus Inflation. Also wie die schieren Größen wachsen. Und wenn die Lieferkettenprobleme beseitigt sind, und darauf deutet ja gerade alles hin, die Situation an den Welthäfen hat sich entspannt, die Frachtraten haben sich wieder normalisiert, in China wurde die Zero-Covid-Politik beendet und die ganzen Fabriken nehmen wieder ihre Arbeit auf, die Werkbank der Welt, so nennt man ja China, nimmt wieder ihre Arbeit auf. Wenn die Lieferkettenprobleme dann beseitigt sind, dann werden die Unternehmen ja vermutlich ihre Gewinne in Höhe der Inflation steigern. Und wenn die Inflation nächstes Jahr über das ganze Jahr über bei 5% liegt im Durchschnitt und wir dieses Wirtschaftswachstum haben, dann haben wir Gewinnwachstum bei den Firmen. Und das muss man sich mal rein quantitativ dieses Wachstum vor Augen halten. Und auch das wird aktuell nicht so gesehen. Also es gibt ja diese Umfrage der American Association of Individual Investors. Die machen monatlich eine Umfrage und da ist der Pessimismus auch so groß wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also im historischen Schnitt haben wir einen Pessimismus von 31%. Aktuell sind wir bei 52,3%. Alle Börsianer scheinen pessimistisch zu sein. Dann spricht auch für eine optimistische Sichtweise, dass die Disinflation ja bereits begonnen hat in den USA. Wir haben das Peak im Juni gesehen und seitdem sinkt die Inflation leicht ab. Jetzt werden Sie sich fragen, warum agieren die Notenbanken eigentlich mit einer so aggressiven Rhetorik? Ganz einfach. Die Hauptaufgabe der Notenbanken in einem Inflationsregime ist es, die Inflationserwartungen zu senken. Die Inflationserwartungen sind in der Standardinflationstheorie die wichtigste Komponente. Ich bin gerade in unserem Büro im Reutling, da habe ich auch meine ganzen Bücherregale und ich habe vorhin auch noch mal eines meiner Lieblingsbücher aus meinem Diplom Volkswirtschaftsstudium herausgeholt. Das heißt Introducing Advanced Macroeconomics, Growth and Business Cycles und habe mir da auch nochmal das Inflationsmodell angeschaut, mit das als etabliert gilt und mit dem natürlich auch die Zentralbanken arbeiten. Und da spielt die Erwartungshaltung, die dann letztendlich auch zu Inflations-Zweitrundeneffekten führt, die zentrale Rolle. Und darum ist es mitunter die Hauptaufgabe der amerikanischen Notenbank und auch der europäischen Notenbank, dass sie die Inflationserwartungen runterprügeln. Und das machen sie. Und daher kommt diese aggressive Inflationsrhetorik, diese aggressive Zinserhöhungsrhetorik. Es kann aber sein, und davon gehe ich aus, dass es am Ende nicht so schlimm kommt, wie aktuell kommuniziert. Weil wir ab, dieser starke Inflationsanstieg hat ja Januar 2022 dann begonnen. Und ich denke, wir werden im März von diesen, wo die Basiswerte schon sehr hoch waren, werden wir einen starken Rückgang der Inflation erleben. Und dann haben wir eventuell im März
haben wir nur noch eine Inflationsdynamik von 3-4% und dann werden die Notenbanken auf einmal auf eine sehr entspannte Rhetorik an den Tag legen. Und das ist der Ausblick, mit dem wir vielleicht im April, was heißt vielleicht, mit dem wir vermutlich im April konfrontiert sein werden. Denn, noch ein Argument, die Rohstoffpreise entspannen sich ja auf breiter Front. Sowohl der wichtige Ölpreis als auch der Gaspreis. Der Gaspreis ist wieder auf dem Niveau vor, ja, nicht vor, aber doch Anfang des Jahres und er steht da, wo er vor dem Ukraine-Krieg im Endeffekt auch stand. Also Entspannung an der Rohstofffront. Und dann müssen wir uns ja vor Augen halten, dass gerade die nächste Phase der Globalisierung beginnt. Indien hat Großbritannien bereits überflügelt als fünftgrößte Volkswirtschaft, wird bald auch Deutschland einholen. Und Indien wird jetzt die Rolle als die Lokomotive der Weltwirtschaft übernehmen. Es gibt hier eine super Diagramme, die Business Insider zusammengetragen hat. Ich möchte die ganz kurz zeigen. Die haben solche Flowcharts erstellt mit den größten Volkswirtschaften der Welt. Und man sieht hier einmal den Aufstieg Chinas. Dort oben, wir sind jetzt gerade im Jahr 2000. Wir sehen, dass China immer weiter nach vorne gekommen ist. China hat alle überholt und ist nur noch hinter den USA. Und jetzt beginnt gerade auch Indien diese große Aufholjagd. Also wir sehen, dass Indien genau das Gleiche macht, was China vor 20 Jahren auch angefangen hat. Indien ist schon die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Indien wird Deutschland überholen. Indien wird dann Japan überholen. Und dann werden China und Indien gemeinsam die Weltwirtschaft nach oben ziehen. In Indien leben 1,4 Milliarden Menschen. Das heißt, das ist doppelt so groß wie die europäische und amerikanische Wirtschaftszone zusammen. Und diese nächste Phase der Globalisierung, wir können machen, was wir wollen, die wird die Weltwirtschaft nach oben ziehen. Es wird Wachstum geben. Es wird strukturell gesundes Wachstum geben. Und davon lese ich aktuell auch nichts. Alle sind gerade extrem pessimistisch und es gibt nur einen einzigen Grund dafür und dieser, nein, übertrieben. Es gibt schon ein paar mehr Gründe dafür, aber der Hauptgrund ist natürlich für diesen Pessimismus die Inflation und wie die Notenbanken darauf reagieren. Aber aus meiner Sicht werden wir im März eine so gewaltige Entspannung sehen von den Inflationsdaten, dass die Zinserhöhungsthematik nicht so brutal einschlägt, wie gerade antizipiert wird. Und die Firmen werden auch relativ stabile Gewinne haben in den USA, weil eben in China die Zero-Covid-Politik ein Ende gefunden hat. China wird in einen Wirtschaftsboom übergehen, genauso wie bei uns nach dem Reopening. Und all das wird die Gewinne der international agierenden Konzerne natürlich sehr stabil halten. Darum kann ich nicht wirklich pessimistisch sein. Vielleicht geht der Liquiditätsentzug im Januar führt nochmal zu einem Crash, aber ich gehe davon aus, dass wir im ersten Quartal 2023 die Tiefs gesehen haben werden und dann beginnt eine gesunde und stabile Rallye. Uns interessieren natürlich Aktien, die besonders großes Kurspotenzial haben. Und wie entstehen eigentlich solche Ten-Wecker-Aktien? Und wir können hier auch mal, das wollte ich auch mal zeigen, ich habe mich vorhin bei ChatGPT eingeloggt, weil ich das auch mal demonstrieren wollte, weil es hier natürlich auch mit dieser Technologie viele Chancen gibt. Und ich stelle heute ja auch zwei potenzielle vervielfache Aktien vor, die in diesem Technologiebereich arbeiten. Wir können ChatGPT fragen, was sind eigentlich Ten-Wecker-Aktien? Hier. Und diese künstliche Intelligenz ist ja extrem klug. Die schreibt, Ten-Wecker-Aktien sind Aktien, die in der Lage sind, ihren Wert um das Zehnfache oder mehr zu steigern. Sie werden manchmal auch als Home-Run-Aktien bezeichnet, da sie eine hohe Rendite erzielen können und somit für Investoren attraktiv sind. Allerdings gibt es auch ein erhöhtes Risiko, da Ten-Wecker-Aktien in der Regel von kleineren, weniger etablierten Unternehmen stammen, die weniger stabil und weniger vorherbar sind als die größeren etablierten Unternehmen.
Investoren, die in Tendec-Aktien investieren, müssen daher bereit sein, ein höheres Risiko einzugehen. Bla bla bla. Es ist wichtig, sorgfältig zu recherchieren und das Risiko sorgfältig abzuwägen, wissen wir. Genau, und jetzt recherchieren wir. Und nach was müssen wir Ausschau halten? Wir müssen nach sogenannten Transformationsstories Ausschau halten. Weil wenn sich Aktien verzehnfachen, steckt dahinter eigentlich immer, dass eine börsennotierte Firma, die günstig bewertet wird, ihr Geschäftsmodell ändert und dann beschleunigt sich das Wachstum. Entscheidend für die Bewertung ist das Kursumsatzverhältnis. Warum? Das KGV ist auch wichtig, aber wenn eine Firma sich transformiert, dann kann sich die Gewinnmarge verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Und darum sollte man nicht so auf das KUV schauen. Das KUV gibt den Hebel an. Das KUV, das Kursumsatzverhältnis, gibt den Hebel an, den der Gewinn auf den Kurs entfalten kann. Tendec-Aktien finden wir eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Bei Wachstumsfirmen, die bereits mit sehr hohen Kursumsatzverhältnissen bewertet werden. Ich sage ja immer gerne Vorsicht vor KUV-Monstern und das hat sich auch in diesem Jahr wieder bewahrheitet. Wenn man sich hier Aktien anguckt, wie eine DocuSign, die ganzen Firmen, die gehypt wurden hier, die wurden alle wieder in Grund und Boden versenkt, ganz einfach, weil die Bewertung so hoch war. Auch Tesla. Ich schwärme immer von der Firma und ich schwärme auch von dem Unternehmer Elon Musk. Und ich bin auch sauer, wie über ihn gerade berichtet wird. Aber zur Tesla-Aktie sage ich, habe ich jetzt 2 Jahre konsequent gesagt, ich habe die Aktie nicht und ich würde sie auch nicht kaufen, weil die Bewertung einfach zu groß ist. Erst gestern, ich habe es auf Twitter auch geschrieben, habe ich meine Meinung zu Tesla wieder auf bullish geändert. Jetzt halte ich die Bewertung wieder für einigermaßen vernünftig und ich glaube, dass nun wieder bei einem Kurs von 110 US-Dollar die Chancen, die Risiken überwiegen. Warum? Weil Tesla eben weiterhin das Thema Elektromobilität mit einer Brutalität in der Skalierung in Angriff nimmt, wie kein anderer Autobauer. Tesla hat ja, danach ging ja auch runter, weil sich die Presse nur darauf konzentriert, gerade Elon Musk zu kritisieren. Sie haben ja die nächste Batteriegeneration vorgestellt, die 16% höhere Reichweiten ermöglicht bei geringeren Kosten. Und mit dieser Batterie kann Elon Musk die Kosten bei seinen Elektrofahrzeugen perspektivisch deutlich senken. Und er hat eine so große Skalierung in der Produktion, dass bei den Kosten niemand mit ihm konkurrieren kann. Und darum die Tesla-Aktie auf aktuellem Niveau bin ich wieder bullish. Also hier denke ich, wird man in 2 bis 3 Jahren eine sehr gute Erfahrung machen, wenn man zu aktuellen Kursen zugreift. Das wichtigste Thema und meine ersten beiden Aktienfavoriten sind auch in diesem Themenbereich aktiv, ist, dass wir 2022 das Geburtsjahr der künstlichen Intelligenz gesehen haben. Es gibt hier verschiedene Anwendungsbereiche. Der große Durchbruch wurde von OpenAI erzielt. Und es ist auch falsch, wenn man jetzt hier sagt, Google kann das alles auch. Nein. Google kann das in dieser Qualität noch nicht. Die haben auch ihre eigene Natural Language Sprache, aber die ist bei weitem nicht so leistungsfähig wie das, was jetzt das OpenAI Project mit ChatGPT-3 veröffentlicht hat. Jeder kann es testen, jeder kann damit rumspielen. Es ist verblüffend, vor allem weil ChatGPT wirklich versteht, was man möchte. Man kann zum Beispiel schreiben, hey, ChatGPT, schreibt mir bitte die 10 Google Ads Überschriften, die eine Reise nach New York bewerben. Und dann präsentiert die künstliche Intelligenz 10 mögliche Überschriften für Google Ads, die eine Reise nach New York bewerben könnten. Zum Beispiel entdecke die Stadt, die niemals schläft. Reise nach New York. Aber es geht natürlich auch sehr viel komplexer. Man kann ihr sagen, schreibe mir bitte ein Essay über das Thema, sollte man ein Wahlrecht ab 16 Jahren einführen?
Und dann schreibt sie einen kleinen Aufsatz über das Thema Wahlrecht ab 16, diskutiert für und wider und macht das auf dem Niveau eines Abiturienten. Also die KI, die ist genial. Und ich hatte letzte Woche auch mit einem Studenten gesprochen. Er meint, an der Uni nutzen das innerhalb von 2 Wochen alle Studenten. Man kann sich in den ganzen Bachelorarbeiten, in Masterarbeiten, in Hausarbeiten, kann man sich ganze Absätze vorformulieren lassen. Man kann sich Dinge erklären lassen. ChatGPT kann sogar Multiple-Choice-Fragen beantworten. Also was das OpenAI-Project hier gebaut hat, ist der Wahnsinn. Und wie die Welt zukünftig aussehen sollte, sieht man auch an diesem Beispiel. Ich habe sie gefragt, gib mir mögliche Blogartikel-Ideen zum Thema LinkedIn. Und dann sagt sie, hey, hier sind 10 mögliche Überschriften, du könntest einen Blogartikel schreiben über 10 Tipps für ein erfolgreiches LinkedIn-Profil. Und dann kann ich ihr auch sagen, bitte schreib mir den Blogartikel 10 Tipps für ein erfolgreiches LinkedIn-Profil. Und dann schreibt sie quasi den Blogartikel dazu. All dieses System ist der Wahnsinn und wir können hier wirklich von einem Durchbruch bei der künstlichen Intelligenz sprechen, weil ChatGPT-3 stellt alles in den Schatten, was es davor gegeben hat. Auch unsere Programmierer sind begeistert von den Programmierskills, die sie hat. Man kann zum Beispiel sagen, kannst du mir den HTML-Code für eine Website erstellen, die 10 wichtigsten Regeln der Mathematik auflistet. So, jetzt gucken wir mal, was sie meint. Ja, ich kann dir den HTML-Code für eine Website erstellen, die 10 wichtigsten Regeln der Mathematik auflistet. Hier ist der Code. Ja, und jetzt kommt der Code für eine HTML-Website. Sie kann aber auch JavaScript programmieren, sie kann auch Python programmieren, sie kann eigentlich alles. Und das ist das Interessante. Also man sieht hier, dass diese Technologie wirklich das erste Mal etwas erschaffen hat, was die Begrifflichkeit künstliche Intelligenz rechtfertigt. Sie versteht, was man von ihr möchte und sie kann diese Fragen auch beantworten. Was wird das für Konsequenzen haben? Die erste Konsequenz ist natürlich, dass wir eine Investitionsoffensive in KI-Systeme sehen werden. Alle Konzerne werden da mitmachen. Alle werden entweder über Cloud-Zugriff in die Azure Cloud, wo man mit diesen GPU-Clustern arbeiten kann, oder die Firmen werden eigene GPU-Cluster aufbauen. Das Produkt Chat und Servicebots wird eine nächste Evolutionsstufe erreichen und wird sich rasend schnell verbreiten. Weil theoretisch ist ja so ein guter Chatbot in jeder Arztpraxis eine Lösung, in jedem Restaurant, eigentlich überall, wo Menschen regelmäßig anrufen. Warum haben wir noch keine Chatbots in jedem Restaurant und in jeder Arztpraxis? Weil die bestehenden Systeme einfach kolossal schlecht waren. Da hatte niemand Bock, irgendwie mit denen zu telefonieren. Wenn man da anruft und dann kommt so ein Bot in der und am Telefon, dann legt man doch gleich wieder auf, weil man keine Lust hat auf diese Systeme. Aber das wird sich jetzt ändern. Die Qualität dieser Chatbot-Systeme wird die nächste Evolutionsstufe erreichen. Dann werden wir auch im Berichts- und Dokumentationswesen der Firmen werden wir eine Revolution erleben. Weil es gibt ja so viele gesetzliche Vorschriften. Man muss so viel dokumentieren. TraderFox ist ja auch als IT-Dienstleister aktiv. Und wenn wir heute einen Webhosting-Vertrag mit einer Bank unterschreiben, dann hat ein solcher Webhosting-Vertrag gerne mal 50 Seiten. Und mit einem solchen Vertrag, da verpflichten wir uns auch zu einem Berichtswesen, wofür wir dann 4 Tage pro Monat brauchen für so ein Projekt. Und hier wird perspektivisch werden diese KI-Systeme natürlich eine extreme Vereinfachung der Arbeit durchführen können. In Banken, in Versicherungen, überall, wo die
überall, wo die Regulierung sehr stark ist. So, und darum ist auch meine erste Favoritenaktie, ist eine Firma, die für ihre Kunden Chatbots auf Basis von Natural Language Processing aufsetzt und die mithilfe von künstlicher Intelligenz in den Firmen das Reporting und Berichtswesen automatisiert. Meine Webinare haben ja für Sie oder sollen für Sie den Sinn haben, liebe Zuhörer, dass ich Ihnen wirklich Research präsentiere, das Sie selber noch nicht gewusst haben. Und darum möchte ich Sie vorab jetzt mal fragen, um einfach den Test zu machen, welche Aktie werde ich jetzt vorstellen? Hat jemand eine Idee? Welche Aktie werde ich jetzt vorstellen? Nicht schüchtern sein. Es wird vorgeschlagen LivePerson. Die Antwort ist nein. Es wird vorgeschlagen Microsoft. Die Antwort ist nein. Es wird vorgeschlagen Nvidia. Die Antwort ist nein. Es wird vorgeschlagen ServiceNow. Die Antwort ist nein. Es wird vorgeschlagen Pure Storage, WorkiVer. Nein, nein, nein. Fastly, nein. Salesforce, nein. Supermicro, nein. Nein, 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 nein. Sehr gut. Und das zeigt mir, dass ich im Endeffekt Ihnen einen Mehrwert geben kann, einfach über Research. Ich präsentiere Ihnen Research und Sie haben selbst nicht die Zeit dafür und darum profitieren Sie von unseren Angeboten. Und darum auch hier nochmal der Hinweis, wenn Sie jetzt gleich feststellen, dass dieses Research gut ist, dann kommen Sie zum Beispiel einmal in der Woche bei mir in der Trading Masterclass vorbei. Und dann bekommen Sie von mir die Top-Research-Ergebnisse in der TraderFox-Welt von mir aufbereitet. Und zudem haben Sie Zugriff auf ein ganz umfangreiches Angebot, das es bei katapult.traderfox.com gibt. Der Preis beträgt bis 31.12. 59 Euro pro Monat. Aber wir erhöhen den Preis auf 99 Euro ab Januar, aber nur für Neukunden. Das heißt, wenn Sie bis zum 31.12. sich für ein Katapult-Abo entscheiden, dann haben Sie dauerhaft und langfristig den Vorzugspreis von 59 Euro pro Monat. So, und jetzt machen wir doch weiter. Jetzt nenne ich meinen ersten Favoriten. Es handelt sich um eine Firma, die bereits Chatbots auf Basis von Natural Language Processing aufsetzt und bereits mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in den Firmen das Reporting und Berichtswesen automatisiert. Die Firma heißt eExcel Service Holdings. Und das Interessante ist, es ist eine Transformationsstory. Das KGV sinkt schon in diesem Jahr deutlich ab. Und wir haben hier eine Qualitätsaktie. Das heißt, wir haben eine hochprofitable Firma, die schon seit Jahren wächst. Der Börsenwert ist 5,7 Milliarden US-Dollar. Es ist noch eine kleine Firma. Es ist noch eine mittelständische Firma. eExcel Service Holdings hatte sich bislang überwiegend auf Datenmanagement konzentriert. Sie haben Firmen dabei geholfen, ihre gewaltigen Datenbanken in die Cloud zu bringen und systematisch auszuwerten. Auch ein gutes Geschäft. Aber nun kann dieses gute Geschäft durch die Einführung der neuen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bringt, so richtig durch die Decke gehen. Sie haben bereits ein Produkt auf dem Markt. eExcel, und ich spreche das mal auf Deutsch. Excelia.ai. Die mit dieser nächsten Generation der Natural Language Processing, künstliche Intelligenz, arbeitet. Und die rollen sie bereits in die Praxis aus. Gehen wir hier zu meinem das letzte Aktienmagazin rein. Ich öffne das letzte Aktienmagazin.
So, ich bin hier im Kundenbereich und ich gehe auf das Archiv und ich öffne die Ausgabe Nummer 24. Da hat der Luca über die Aktie berichtet und hat auch ein schönes Anwendungsbeispiel aus der Praxis vorgestellt, was diese Firma für ihre Kunden macht. Hier, Seite 74. Ich scrolle mal ein bisschen vor, ich scrolle auf Seite 74. Hier. E-Access-Service. Konstanter Umsatz- und Gewinnanstieg. Und hier ist ein Anwendungsbeispiel. Ein langjähriger Kunde von E-Axle hatte sich mit zwei Herausforderungen konfrontiert gesehen, die seine Kontaktzentren betroffen hatten. Aufgrund des angestiegenen Volumens der eingehenden Anrufe hatte ein reaktiver Einstellungswahn stattgefunden. Der Kunde versuchte, zusätzliche Vollzeitbeschäftigte einzustellen, um neue Ansprüche und Urlaubsanträge zu bearbeiten. Der angespannte Arbeitsmarkt hatte es jedoch schwieriger gemacht, neue Mitarbeiter zu finden. Ja, kennen wir doch das Problem. Angespannter Arbeitsmarkt, die Firmen schaffen es überhaupt nicht mehr, qualifiziertes Beratungspersonal einzustellen, kennen wir. Und genau dafür hat eAxle die Lösung. Die Wartezeiten der Anrufe waren in die Höhe gestellt. Alle neu eingestellten Mitarbeiter benötigten zudem eine längere Einarbeitungszeit. eAxle hatte daraufhin mit dem Kunden zusammengearbeitet, um proaktiv einen kombinierten Ansatz aus Menschen und KI zu empfehlen, der letztendlich den Betrieb des Kontaktcenters verändern würde. eAxle hatte beim Kunden eine KI-Lösung eingeführt, die ein natürliches Sprachverständnis und Maschinen- und maschinelle Lernmodelle der nächsten Generation beinhaltet. Das heißt, wenn zukünftig können Sie einen ungelernten Service-Mitarbeiter hinsetzen, der die Kundenanfrage entgegennimmt und der gibt die Fragen in das KI-System ein, das mit den spezifischen Daten des Versicherers oder des Krankenversicherers gefüttert wurde. Und dann kann diese KI solche hochqualifizierten Antworten zurückgeben. Oder die KI kann auch direkt mit dem potenziellen Kunden sprechen und dem Kunden die Antwort direkt präsentieren. Und das ist genau der Use Case, mit dem gerade eigentlich fast alle Konzerne auch in ihren Kundenhotlines konfrontiert sind. Sie finden kein Personal, sie brauchen Unterstützung durch künstliche Intelligenz, aber nicht durch irgendwelche Chatbots, die mit Verschlagwortungsbäumen arbeiten, das machen sie ja fast alle, sondern wirklich durch diese nächste Generation der KI. Ja, und hier gehört eAxle zu den ersten Firmen, die mit diesen neuen technologischen Möglichkeiten arbeiten. Zudem hat eAxle auch den Markt adressiert, das Reporting-Wesen, was ich gerade angesprochen habe, zu vereinfachen. Sie haben hier mal skizziert, wie Sie vorgehen. Sie nehmen die Daten der Firma auf, reinigen die Daten um sinnlose Einträge, bringen das dann in die Cloud, überwachen die Daten und erstellen dann automatisch die Reportings. Und auch das benötigen die Leute. Es ist für viele Firmen, vor allem Banken, aktuell eines der größten Probleme, dass sie aufgrund der Regulatorik hochqualifizierte Mitarbeiter bräuchten, die diese Regulatorik umsetzen und die Reportings dafür erstellen. Problem ist aber, und mit diesem Problem haben wir bei Trailerfox auch zu kämpfen, es hat kein Entwickler Bock auf Business Continuity Management. Es hat kein Entwickler Lust, DSGVO-Löschprozesse ständig durchzuführen. Das heißt, wir haben hier wirklich einen ganz großen Schmerzpunkt für Firmen. Weil wenn sie ihren guten Mitarbeitern diese regulatorischen Aufgaben anvertraut, dann hauen die ab. Die wollen das nicht. Das will niemand. Niemand hat keinen Bock, den ganzen Tag Berichte zu schreiben. Und darum ist
Diese sind solche Lösungen, wie sie iExcel anbietet, gefragt. Die werden jetzt eine extrem hohe Nachfrage danach erfahren. Schauen Sie sich, liebe Leser, diese Firma an. Es handelt sich um eine Qualitätsfirma, weil es sich um eine Qualitätsfirma handelt, ist die Bewertung nicht spottgünstig, aber sie ist auch nicht teuer. Wir haben hier ein KUV von 5. Absolut vertretbar für eine Wachstumsfirma. Und jetzt steht diese Firma vor dieser Transformationsstory, dass sie von den neuen Möglichkeiten, die der Durchbruch bei der künstlichen Intelligenz bringt, profitiert. Und darum ist iExcel mein erster Favorit für 2023. So, jetzt kommen wir zu meinem zweiten Favoriten. Und hier haben wir eine Transformationsstory, die von den massiven Hardwareinvestitionen in KI-Systeme profitiert. Und das Schöne ist, es handelt sich um eine Value-Aktie. Ich stelle jetzt gleich eine Value-Aktie vor, die mit einem KGV von 8 bewertet wird, aber bei diesem Wachstumstrend auch voll mit dabei ist. Zunächst noch ein kleiner Exkurs. Wie findet man solche spannenden Aktien wie iExcel eigentlich? Warum haben wir im Aktienmagazin, im letzten Aktienmagazin darüber berichtet? Ich muss ja die Aufträge verteilen. Ich erstelle ja für die Redakteure den Redaktionsplan, über welche Hauptartikel sie berichten sollen. Wie werden wir auf solche Firmen aufmerksam, die interessant sein könnten? Und das möchte ich kurz zeigen. Ich gehe dazu auf unsere Screener-Software rankings.traderfox.com. TraderFox hat sich ja auf dieses Stock-Screening auch spezialisiert. Und wir haben unserer Ansicht nach die führende Aktien-Screener-Lösung am Markt. Für nur 19 Euro im Monat im TraderFox Morningstar-Datenpaket enthalten. Jetzt gehe ich auf Templates. Jetzt gehe ich hier auf Dauerläufer-Aktien. Mit Dauerläufer-Aktien, da findet man Firmen, die einfach stabil steigen. Bei geringer Volatilität mit ganz klarem Zug nach oben. Und wie kann ich das feststellen? Es gibt hier die technische Kennzahl stabiles Kurswachstum. Dahinter verbirgt sich eine Regressionsgrade. Das heißt, man kann hier ein Screening durchführen und die Software legt quasi über alle Aktien des Universums eine Regressionsgrade. Und je stabiler oder je geringer der quadratische Abstand der Abweichung ist, desto höher werden sie gerankt. Und das bringe ich mit diesem stabiles Kurswachstum zum Ausdruck. Der zweite Indikator ist der Monkey Trader Indikator. Der simuliert einen Affen, der vollkommen zufällig in eine Aktie handelt. Und je öfters der Affe, der vollkommen zufällig agiert, erfolgreich ist, desto höher ist der Monkey Trader Indikator Wert. Das heißt, wir suchen Aktien, die stabil steigen und die, mit der man eigentlich so gut wie keine schlechten Erfahrungen macht. Und jetzt führe ich das Screening mal durch und dann schauen wir uns die Treffermenge an. Ja, jetzt kommen hier die Aktien, auf die das zutrifft. Und wenn Sie wissen wollen, wie ein solcher Redaktionsartikel entsteht, dann gehe ich das hier zum Beispiel durch, gucke mir die Aktien an, gucke mir die Namen an und dann tauchen solche Kandidaten auf, die ja noch kaum bekannt sind, über die kein anderer berichtet. Und dann geben wir die Aufträge über die Berichterstattung an unsere Redakteure und die berichten dann darüber.
Da sind wahnsinnig spannende Aktien dabei. Unter anderem auch Excel. XR, so spricht man die genau aus. Man kann mit der Smart View-Ansicht, kann man sich auch gleich die Umsatz- und Gewinnentwicklung anzeigen lassen und den Chart. Und ich suche hier in den Unternehmensbeschreibungen nach etwas Neuem. Ich suche nach Geschäftsmodellen, die wir noch nicht auf dem Schirm haben, nach neuen Firmen und nach kleineren Firmen. Hier sieht man auf Ranglistenplatz 20 auch die Ixer Service Holdings, über die wir dann berichtet haben. Ja, so kommt zum Beispiel die Berichterstattung im Aktienmagazin zustande. Wir suchen ganz systematisch nach potenziellen Gewinnern Aktien. Gut, den ersten Favoriten haben wir. Kommen wir zum zweiten Favoriten. Und zwar eine Firma, die von den massiven Hardwareinvestitionen in KI-Systeme profitiert. Wer meine Masterclass wöchentlich verfolgt, der wird schon wissen, von welcher Firma ich spreche. Und zwar spreche ich hier von Supermicro Computer, die als Value Tech Stock mit einem KGV von 8 gehandelt wird. Warum wird die so günstig gehandelt? Weil der Markt sie wie auch eine Hewlett Packard, wie auch eine Dell Computer als reinen Hardware-Wiederverkäufer einstuft. Aber jetzt gibt es hier interessante Entwicklungen. Also so entwickelt sich die Firma generell. Der Umsatz geht durch die Decke. Die Gewinnmargen steigen richtig an. Also irgendwas tut sich hier. Irgendeine Transformation findet hier gerade statt. Die Gegenthese ist, dass wir hier immer noch den Corona-Boom sehen, der ja diese starken Investitionszyklen ausgelöst hat. Aber dafür war das letzte Quartal auch schon zu stark. Wenn man das letzte Quartal von Supermicro Computer sich anschaut mit starkem Wachstum und dann zum Beispiel vergleicht mit Micron, genau, können wir uns kurz angucken. Hier Micron. Micron Technology. Die hatten ja einen Umsatzrückgang hier. Micron hat einen Umsatzrückgang im letzten Quartal gemeldet von fast 40% und einen Verlust. Und Supermicro Computer hat ein Umsatzwachstum gemeldet von etwa 50%. Also hier läuft gerade etwas komplett anders als im Rest der Branche. Und das sieht man auch hier an dieser Grafik. Das entstammt einer Präsentation aus dem letzten Quartal von Supermicro Computer. Supermicro Computer zeigt Wachstum, der Industriedurchschnitt schrumpft. Was läuft hier bei Supermicro anders? Diese Frage habe ich mir gestellt und hier habe ich recherchiert. Und ganz aufschlussreich und für mich auch dann die entscheidende Info, um die Aktie zu einem meiner Favoriten für nächstes Jahr zu machen. Ich bin noch nicht investiert, ich plane hier aber den Einstieg, auf jeden Fall. Ich denke, in 2 Monaten werde ich die Aktie auf jeden Fall haben. Ich versuche noch ein bisschen abzuwarten, ob sie noch mal ein bisschen zurückkommt. Es gibt dieses Interview mit AMD-CEO Lisa Su und dem CEO von Supermicro. Und in dem Interview werden folgende Informationen eindeutig hervorgehoben. Moderne Datenzentren, moderne Serverzentren haben als Nadelöhr die Menge an elektrischer Energie, die man reinstecken muss. Wenn man offenbar so ein GPU-Cluster betreibt, um künstliche Intelligenzanwendungen zu trainieren, dann braucht das eine Unmenge Energie. Diese Energie ist einerseits teuer und andererseits
limitiert sie natürlich auch die gesamte Architektur und die gesamte Skalierung des Serverzentrums. Weil wenn man zu viel Energie reinjagt, dann machen die Stromleitungen nicht mehr mit, es gibt zu viel Hitzeentwicklung und man wird mit diesen ganzen physikalischen Nachteilen konfrontiert, die eben eine hohe Leistung hat. Und hier in diesem Interview sagt AMD-CEO Lisa Su, dass Supermicro phänomenale Plattformen hat, die dieses Problem am besten lösen. Also gerade der Ritterschlag von der Chefin von AMD für Supermicro. Supermicro gibt sich auch sehr selbstbewusst bei den eigenen Produkten. Also sie schreiben, dass sie hier auch die führenden Lösungen für diese. Wer möchte, kann sich das Interview anschauen. Es ist direkt auf der Startseite online. Und sie sagen auch, dass sie die führenden Lösungen haben für die NVIDIA GPU Cluster. Ja, ist ganz interessant. Muss man sich mal durchlesen. Sie sagen, sie haben die besten Lösungen für alle, die einen GPU-Cluster mit NVIDIA-GPUs bauen wollen. Wie kann man sich das vorstellen mittlerweile? Man ruft bei Supermicro an und dann liefern sie mir alles und beraten mich, wie ich mein Serverzentrum bauen kann, damit das Ganze auch so funktionieren wird. Das heißt, diese Serverzentren haben hier offenbar auch die nächste Evolutionsstufe erlangt. Man kann nicht mehr einfach nur Hardware bestellen und kann dann diese Server-Racks bestücken, sondern man braucht hier wirklich ein durchdachtes Gesamtkonzept, damit man in diese ganze Problematik mit der Energie, die man reinstecken muss, nicht an die physikalischen Grenzen stößt. Und hier formiert sich so langsam die Erkenntnis, dass hier wirklich Supermicro einen Wettbewerbsvorteil hat. Und wenn sich das bestätigen sollte, wenn wir nächstes Jahr wissen, Supermicro Computer kann das besser als alle anderen und diese Outperformance gegenüber der Branche war keine Eintagesfliege, die wird sich fortsetzen, dann wird sich natürlich die Bewertung auch ausdehnen. Wir haben jetzt ein Kursgewinnverhältnis von 8, wir haben super starkes Wachstum und Supermicro ist nach eigenen Angaben genau da führend, wo jetzt nach meinem Szenario alle rein investieren werden. Alle Konzerne werden mitmachen wollen bei diesem Durchbruch der künstlichen Intelligenz. Und wer da mitmachen will, der braucht Serversysteme mit GPU-Clustern von NVIDIA. Und hier hat sich jetzt Supermicro als einer der führenden Anbieter hervorgetan. Darum ist Supermicro meine Favoritenaktie Nummer 2 für das Jahr 2023. Ich bin noch nicht investiert, ich plane zu investieren. Genauso bei eXl. Bei eXl bin ich auch noch nicht investiert, aber ich plane hier zu investieren. So, kommen wir dann zu meinem Favoriten Nummer 3. Wo ich auch noch nicht investiert bin, aber wo ich auch auf jeden Fall investieren möchte. Warum bin ich nicht investiert? Ja, weil ich ja auch ein bisschen die Befürchtung habe, dass im Januar dieser Liquiditätsentzug nochmal vollgespielt wird und dass die Aktienmärkte dann zurückkommen. Darum warte ich derzeit auch noch ab, aber ich möchte diese Investitionen auf jeden Fall tätigen. Wir haben den Megatrend Automatisierung. Was in den nächsten 5 Jahren mit hoher Sicherheit kommen wird, ist der Supermarkt ohne Kassenpersonal. Und hier ist mein Aktienfavorit Nummer 3 angesiedelt. Wer meine Masterclass auf Katapult regelmäßig verfolgt, wird diese Aktie auch schon kennen. Darüber spreche ich ja schon seit Wochen. Es handelt sich um GK Software. Für alle, die diese Aktie noch nicht kennen, es handelt sich um eine deutsche Firma, um einen Mittelständler, der die weltweite Nummer 1 für Softwarelösungen für Einzelhändler ist. Das heißt, egal
ob man bei Lidl einkauft, ob man bei Aldi einkauft, ob man bei Edeka einkauft, bei Coop, bei Adidas. Alle arbeiten mit der Softwarelösung von GK Software. Wir haben hier einen Marktführer. Man sollte sich auch hier nicht abschrecken lassen, dass man sagt, der Einzelhandel, der hat hier Probleme. Das stimmt. Aber der Einzelhandel expandiert vor allem auch online. Und das heißt, Sie können das mit der gleichen Softwarebasis machen. Der neue Trend ist ja nicht mehr E-Commerce, oder der neue Trend sind ja nicht mehr E-Commerce-Zwischenhändler, sondern der neue Trend sind, dass die Hersteller direkt an die Konsumenten verkaufen. Direct to Consumer heißt das Zauberwort, was ja gerade sogar Amazon zu schaffen macht. Weil eben Nike, Adidas und wie sie alle heißen, direkt an ihre Konsumenten verkaufen. Und von diesem Trend, da profitiert auch GK Software. Und diese GK Software haben jetzt eine neue Technologie vorgestellt, die vor 8 Wochen in der Messe in Paris auch ausgezeichnet wurde, mit dem sie den kassenlosen Supermarkt möglich machen. Und hier in diesem Video sieht man ein kleines Beispiel. Da läuft jemand durch diesen Supermarkt, tut etwas in seine Einkaufstasche und jetzt kommt's hier. Es wird in Echtzeit getrackt. Wenn ich was in meine Einkaufstasche lege, wird das automatisch von diesem System erkannt und ich kann auf dem Smartphone in Echtzeit alle Artikel überprüfen, die in meinem Einkaufswagen drin sind. Und diese Software wurde von GK Software und dieses System wurde von GK Software in Zusammenarbeit mit Hardwarepartnern jetzt zur Marktreife gebracht. Und da glaube ich, wir werden das in 5 Jahren in nahezu jeder Stadt sehen. Wir werden das in jeder Stadt sehen. In jeder größeren Stadt wird es Einkaufsmöglichkeiten geben, wo es Supermärkte gibt, die komplett ohne Kassenpersonal auskommen. Und das ist auch eine Notwendigkeit. Das ist in Zeiten der Personalknappheit auch eine absolute Notwendigkeit. Und hier ist GK Software einer der Top-Player, die von dieser Entwicklung profitieren. Gucken wir uns auch hier die Bewertung kurz an. GK Software. So, Moment. GK Software. Hier. Wir haben ein KGV von 21. Börsenbewertung 300 Millionen Euro. Umsatz 150 Millionen erwartet in diesem Jahr. KUV 2, KGV 20. Eine absolut attraktive Bewertung angesichts des erwarteten Wachstums mit diesen neuen Technologien. Und vor allem, wir haben hier einen Weltmarktführer. Wir haben hier die Nummer 1 bei Softwarelösungen für Einzelhändler. Das sind meine 3 Favoriten. Bei den Turnaround-Aktien behalte ich vor allem die Immobilienaktien im Blick. Weil, hier ist meine Einschätzung, dass eine Erholung im Immobilienmarkt kommen wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Immobilien werden gebraucht und es staut sich auf. Aber irgendwann wird sich dieser Stau auflösen. Ich beobachte regelmäßig die Zinsentwicklung und ich persönlich glaube, dass sich dieser Stau im Neubaugeschäft auflösen wird, wenn die Zinsen wieder Richtung 3% zurückgekommen sind. Jetzt zögern alle. Jetzt findet man sich langsam ab mit der neuen Wirklichkeit, dass die alten Zinsniveaus von 1%, wohl nicht mehr erreicht werden. Aber ich denke, wenn wir unter 3% runtergehen, dann wird das Neubaugeschäft wieder anspringen. Und dann haben wir riesige Turnaround-Chancen bei Aktien wie Hyperport, die auch von 600 Euro jetzt auf 93 Euro runtergefallen sind. Es ist zu früh, jetzt reinzugehen. Wir sind hier voll in der Krise drin. Es kann auch noch tiefer gehen. Ich gehe hier aktuell so vor, ich habe mir einen Kursalarm platziert bei dem GD50 und immer wenn die Aktie drüber schießt, prüfe ich, ob ich reingehe.
So gehe ich vor. Ich warte die Aktie, muss zuerst mal nach oben laufen, dann prüfe ich die aktuelle Datenlage, ob sich eine Verbesserung abzeichnet und dann gehe ich rein. Genauso bei Helmer Eigenbau. Auch diese Aktie hat große Probleme. Sie könnte richtigen finanziellen Stress bekommen, darum würde ich ja auch nicht reingreifen. Aber wenn die guten Nachrichten kommen, wenn sie über den GD50 steigt, dann prüfe ich das Investment. Jetzt fragen im Chat ganz viele, wie man solche Alarme setzen kann. Ich zeige das mal. Ich gehe auf traderfox.com, gehe zum Beispiel auf die Aktie von Hyperport. Dann lege ich mir einen GD rein. Ich gehe bei Indikator auf gleitende Durchschnitt und jetzt mache ich mal GD 100 und dann kann ich hier einen Alarm setzen. Alarm speichern. Und jetzt wird dieser GD als Alarm abgedeckt. Eine Übersicht über alle Alarme findet man übrigens auf home.traderfox.com unter meine Alarme. Hier. Da haben wir dieses übersichtliche Interface gebaut und hier sehe ich diese Aktien, die ich überwachen lasse. Auf Hyperport habe ich hier einen GD100 Alarm platziert und einen GD50 Alarm. Und dann werde ich benachrichtigt per E-Mail oder per Push-Notification der App oder per Telegram-Bot. Wie ich benachrichtigt werden möchte, kann ich hier einstellen. Genau, home.traderfox.com. Dort kann man seine Alarme, die man in der TraderFox-Welt platziert hat, kann man komfortabel überwachen. Jetzt beginnen wir die Fragerunde und hier nochmal der Hinweis auf unsere Rabattangebote. Es gibt folgende Rabattangebote noch bis zum 31.12. Wenn Sie an diesem Spezial-Research interessiert sind, wenn Sie einfach sagen, Sie haben nicht die Zeit, um selber solche Aktien zu finden, um diese Stories zu recherchieren, dann greifen Sie einfach auf unsere Publikation zurück, wo unsere Redaktion dieses Research für Sie durchführt. Sie finden die Rabattangebote auf aktien-mag.de Produkte. Ich logge mal aus, dann sieht man das auch hier. Bestellen, aktien-mag.de Produkte. Dort kann man die Rabattangebote bis zum 31.12. nutzen. Wenn Sie einmal in der Woche wissen wollen, wie ich die Märkte sehe, welche Aktien ich aktuell als Favoriten habe, wo ich eingestiegen bin, was ich gekauft habe, dann besuchen Sie einmal in der Woche meine Trading Masterclass. Die ist im Katapult-Programm integriert. Das Katapult-Programm ist eine riesige Flatrate, mit der man Zugriff hat auf ein umfangreiches Seminar und Ausbildungsprogramm und Trading Room Programm. Also wir haben hier gesagt, wir sehen das als eine Art Premium Trader Club. Man bezahlt einen Preis und dann bekommt man Zugriff auf ganz viele Seminare. Eigentlich jeden Samstag finden 5 Stunden Seminare statt über Fundamentalanalyse, über Bilanzanalyse mit interessanten Referenten. Und weil wir dieses Programm immer weiter ausbauen, haben wir hier auch gesagt, wir machen jetzt hier eine Preiserhöhung. Aber wie immer gilt, Bestandskunden haben den Preisschutz. Also wer bis zum 31.12. bucht, bekommt diesen Flatrate-Preis dauerhaft für 59 Euro pro Monat. Erst Neukunden ab Januar bezahlen 99 Euro pro Monat. Das sind die Rabattangebote von TraderFox bis zum 31.12. Gibt es jetzt Fragen zu den genannten Aktien? Ich starte jetzt die Fragerunde.